Hast du eine Freundin? Früher hatte ich eine. Ich habe sie sehr geliebt. Sie ist nicht mehr hier. Haben Sie eine Putzfrau gefunden? Nein, noch nicht. Nehmen Sie sich die Anzeige vom schwarzen Brett. Guten Tag. Welches ist mein Zimmer? Aber ich beherberge hier niemanden. Das ist nur zum Putzen. Warten Sie, Monsieur. Wissen Sie eigentlich, wie schwer das ist, in Paris ein Zimmer zu finden? Es gibt Mädchen, die sich dafür prostituieren müssen. Das sollte kein Angebot sein. Überraschung! Guten Tag. Was machen Sie hier? Tja, ich wohne hier. Kennen Sie Uber? Ja. Ja? Nein. Man denkt, man kennt jemanden. Und dann klingelt man und merkt, dass man sich irrt. So ein Heuchler. Ich werde vielleicht doch meine anderen Zimmer vermieten. Ich finde für Sie die Spitze der Spitze der Mitbewohner. Um aus dieser Wohngemeinschaft etwas Angenehmes und Lebbares zu machen, ist es wichtig, dass alle ein paar Grundregeln respektieren. Wir teilen die Fächer des Kühlschranks auf. Wenn ich nicht das Oberste nehme, muss das alles gut, weil es das Kälteste ist. Ich esse glutenfrei. Das ist eine spezielle Diät mit Lebensmitteln, die keine Kälte vertragen, die zu kalt ist. Brauchst du dann einen Kühlschrank, der es lauwarm hält? In welcher Sprache soll ich es dir sagen? Es ist vorbei. Ich bin lächerlich? Sag doch noch menschliche Scheiße. Nein! Nein! Hört sie auf! Geben Sie das her! Wir sind Ihre Freunde. Auf jeden Fall finde ich, dass es Ihnen, seit ich hier bin, viel besser geht. Was ich an dir am meisten schätze, ist deine Bescheidenheit. Außerdem gehört er für mir. Ja? Guten Tag. Ich bin noch ganz feucht. Ich warne dich, wenn du so egoistisch bist, wird das nichts mehr. Aber er ist heiß, er brennt fast. Hast du ihn angefasst? Ich hatte ihn ja in der Hand, also... Ich sage nur, dass er alt ist. Mir ist das bewusst und deshalb passe ich auch auf. Aber wenn wir ihn beide nehmen, könnte das zu viel für ihn werden.